Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge über faszinierende Fabelwesen. Heute tauchen wir tief ein in die geheimnisvolle Welt der immer noch nicht so schnell. Vielleicht kommt ihr selber drauf. Ich erzähle euch erstmal etwas über diese mystischen Kreaturen. Außerdem habe ich später noch einige interessante Anekdoten für euch. Macht es euch bequem und lasst euch in die Welt der Märchen und Legenden entführen. Sie werden Togeli, Schrat, Trut oder Valridersker genannt. Sie werden als kleine schwarze Wesen beschrieben, die durch Schlüssellöcher oder kleinste Ritzen eindringen, besonders in der Dunkelheit. Und eigentlich nur dann ist mit ihnen zu rechnen. Wisst ihr es schon? Na klar, es geht heute um die Nachtalben. Die können der Familie der Elfen zugerechnet werden. Was die Alben so berühmt und berüchtigt macht? Nun, das werden alle sagen können, die bereits einmal einen Albtraum geträumt haben. Beginnen wir mit den Ursprüngen des Nachtalben. Wobei der nicht immer so genannt wurde. Früher hieß dieses Wesen Maa. Hatte man also einen Albtraum, hatte man einen Nachtmaa. Ihr merkt schon, dass sich so möglicherweise auch der englische Begriff Nightmare entwickelt hat. Maa soll zurückgehen auf die germanische Wurzel Meer, was so viel wie zerstoßen bedeutet. Das kann ich nachvollziehen, weil so ein Maa die Nachtruhe ganz schön zerstoßen kann. Im Französischen ist es der Kuschmar, Althochdeutsch, Alt- und Neuschwedisch, Polnisch, Isländisch, Mara, auch die in der irischen Mythologie anzutreffende Kriegsherrin Morrigane wird etymologisch auf Mara bezogen. Nach der Reformation wurde das Wort durch Alb oder Alb ersetzt, ohne seinen Inhalt zu ändern. Der Begriff Alb stammt aus der germanischen Mythologie und bezeichnet Elben oder Elfen. Diese Naturgeister waren dem Glauben nach für die Träume zuständig. Ein Alb ist kaum zu beschreiben, denn er hat kein fest vorgeschriebenes Aussehen. Er kann wie ein ganz normaler Mensch aussehen und ist in keinster Weise zunächst als Geist erkennbar. Gerne verwandelt sich dieser Dämon auch in ein Haustier, wie eine Katze oder einen Hund. Besonders heimtückisch ist allerdings seine Erscheinungsform als Gegenstand. Der Alb kann sich wie ein achtlos im Zimmer liegen gelassener Schreibstift, eine Feder, eine Schachtel oder ähnliches platzieren. Ja, sogar die Form von Blättern oder herumfliegenden Blütenteilen kann ein Alb annehmen. In selteneren Fällen taucht er als junges, wunderschönes Mädchen oder als Fantasiemischwesen auf. Der Sage nach ist die Hauptaufgabe eines Alb das Verursachen von Albträumen. Er setzt sich bei seinem schlafenden Opfer auf die Brust und drückt mit seinem Gewicht so sehr darauf, dass diesem fast das Ersticken droht. In dieser Phase der Atemnot überrollen den Schlafenden furchtbare Albträume und manch einer ist davon überhaupt nicht mehr aufgewacht. Nur ein erlösender Aufschrei des Schlafenden kann dem Spuk ein Ende setzen. Ein Alb existiert nur nachts. Tagsüber fristet er ein ganz normales Dasein als Mensch. Allerdings bedrücken ihn große Sorgen im Leben und er muss diesen Druck unbedingt wieder loswerden. Sonst kann er dem Teufel als Opfer in die Hände fallen und zu einem Inkubus, männlich, oder einer Succubus, weiblich, werden. Es heißt, dass ein Alb selbst ein Schlafender ist, der nachts seinen Körper verlässt, um seinen Druck auf andere Schlafende zu übertragen. Weit fortgeschrittene Alb entwickeln Bedürfnisse wie ein Vampir. Sie saugen ihren Opfern zusätzlich das Blut aus dem Körper, indem sie wie ein Baby an der Brust nuckeln. Sie werden manchmal auch mit Werwölfen verwechselt, da sie sich am nächsten Morgen nicht mehr an ihr Tun erinnern können. In einigen Fällen handelt es sich bei einem Alb um einen Wiedergänger. Er findet im Tod keine Ruhe und quält aus Rachsucht seine Opfer, um seine Wut abzubauen. Ein Alb ist sehr schwer auszumachen, da er eigentlich selber gar nicht weiß, dass er ein Nachtdämon ist.
Doch die erste Person, die das Opfer nach einer albtraumhaften Nacht um Salz bittet, soll der Übeltäter sein. Anfällig für Attacken sind besonders Menschen, die unter enormem Stress stehen oder starke seelische Konflikte auszutragen haben. Als Abwehrmaßnahme wurden einige mehr oder weniger erfolgserprobte Methoden entwickelt. Zu den erfolgversprechendsten gehört die Aufrufung des menschlichen Namens. Hat das betroffene Opfer den Alp erkannt, sollte er ihn laut bei seinem richtigen Namen nennen. Der Alp erschrickt dann fürchterlich und sein menschlicher Geist kehrt in den Körper zurück. Er ist dann für alle Zeiten von diesem Fluch erlöst. Viel häufiger tritt jedoch der Fall ein, dass man die wirkliche Identität des Alp nicht herausfindet und muss zu anderen Mitteln greifen. Ein magisches Pentagramm, auch Drudenfuß genannt, an Bett, Fenstern oder Türen angebracht, hält den Alp zurück, da er daran nicht vorbeigehen kann. Auch soll ein vor dem Einschlafen auf die Brust gelegter Spiegel wahre Wunder vollbringen. Der Alp erträgt sein eigenes Spiegelbild nicht und würde seinen menschlichen Wirt erkennen. Den Spiegel könnte man aber auch umgehen, wenn man sich zum Schlafen gleich auf den Bauch legt, denn ein Alp setzt sich nur auf die Brust eines Schlafenden. Ein Drudenmesser auf dem Nachttisch abgelegt sorgt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Alp sich verletzt. Diese Methode ist aber nur wirkungsvoll, wenn in dem Drudenmesser 9 Halbmonde und 9 Kreuze eingraviert sind. Sollte der Alp es schaffen, nach einer solchen Verletzung unerkannt zu flüchten, dann wäre ein aufmerksamer Blick auf die nächste Nachbarschaft anzuraten. Die Verletzung bleibt erhalten und zeigt sich an gleicher Stelle in gleicher Form auf dem entsprechenden Menschen. Wer die ganz pragmatischen Methoden vorzieht, sollte zunächst zum Schlafen das Licht brennen lassen. Ein Alp ist lichtscheu und würde gar nicht erst auftauchen. Will man den Alp erlösen, dann wäre das Verstopfen des Schlüssellochs oder einer anderen Durchschlüpfmöglichkeit im Raum anzuraten. Allerdings erst, wenn der Alp schon erschienen ist. Sein Fluchtweg wäre dann abgeschnitten und beim ersten Morgengrauen würde er sich wieder in seine ursprüngliche Gestalt zurückverwandeln. Bei den religiösen Varianten der Abwehr stehen intensive Gebete, Weihwasser versprengt im ganzen Raum, heilige Reliquien und aufgestellte Kreuze zur Auswahl. Auch wenn sich das Auftreten eines Alp relativ harmlos anhört, so sollte man nicht unterschätzen, dass der Besuch eines Alpdämon tödlich enden kann. Ein Herzinfarkt durch Erschrecken oder Atemnot bis zur Erstickung sind keine seltenen Fälle. Die deutsche Bezeichnung Nachtschattengewächse soll der Überlieferung nach von dem alten Wort für Albtraum Nachtschaden stammen. Extrakte aus alkaloidhaltigen Nachtschattengewächsen, wie zum Beispiel der Tollkirsche, dem schwarzen Bilsenkraut, dem bittersüßen Nachtschatten und dem schwarzen Nachtschatten, wurden im Mittelalter für Heil- und Zaubermixturen genutzt, um den Nachtschaden, also die nächtlichen Albträume, zu vertreiben. In manchen Geschichten hat der Ma einen deutlich erotischen Charakter. Es wird von sexuellen Handlungen zwischen Mensch und Ma berichtet. Er gehört zusammen mit dem Werwolf zu den Einzelgängerwesen, die ihre Gestalt verändern können. Mare bringen Krankheiten und in manchen Gegenden Skandinaviens sind die Grenzen zu Hexen, Wesen, die Müttern die Muttermilch stehlen, Wiedergängern und Gespenstern fließend. Zum nordischen Ma gehört im Unterschied zu Hexen und anderen Zauberern, dass er immer in Verbindung mit Reiten und Schadenszufügung in der Dämmerung oder in der Nacht gebracht wird. Andere Geister reiten nie. In den alten norwegischen Christenrechten wird der Ritt als Ma ausdrücklich unter Strafe gestellt. Wenn bewiesen ist, dass eine Frau einen Mann oder seine Hausgenossen reitet, heißt es in § 46 des Christenrechts des Eidsivating, die Möglichkeit, als Ma die Gestalt zu wechseln und einen Ma-Ritt auszuführen, wird als reale Möglichkeit vorgestellt. Im Mittelalter lebte das Fabelwesen in Form mannigfaltigen Aberglaubens fort und man rechnete es unter die schwarzen Berggeister, Zwerge und Nachtelfen. In niederdeutschen Sagen übernimmt der meist weibliche Maat die Funktion des Nachtmaas, ähnelt seiner Gestalt allerdings kaum. Auch das Schretteli bzw. Schrettele aus vielen Sagen des Schwarzwaldes ist wohl eine Abwandlung der Nachtma. Auch hier handelt es sich meist um eine weibliche Person oder sogar Hexe, die ihren Körper verlässt und in Gestalt eines Strohhalms durch das Schlüsselloch in die Schlafzimmer ihrer Opfer eindringt. Dort angekommen, plagt und drückt,
sie ihre Opfer bis zur völligen Erschöpfung. Dem Schretteli wird außerdem nachgesagt, dass es oftmals das Vieh im Stall drückt, um sich dort Erleichterung zu verschaffen, wenn es keinen Menschen drücken kann. Später wurde der Nachtalb auch mit dem Teufel gleichgesetzt. Die Redewendung »Der Teufel hat dich geritten« ist als Synonym für »Dich hat der Nachtalb geritten« zu verstehen. Ähnlich wie Frau Holle, der man unterstellt, Gespinst und Haare zu zerzausen, sagte man auch dem Nachtalb nach, offene Haare bei Mensch und Tier zu verknoten. Daher nannte man den Nachtalb auch Albzopf, Drudenzopf, Wichtelzopf und Weichselzopf. Albträume sind seit Jahrhunderten ein faszinierendes und unheimliches Thema, das in Geschichten, Legenden und literarischen Werken behandelt wird. Hier sind einige spannende und interessante Geschichten rund um Albträume, die in verschiedenen Kulturen und Erzähltraditionen vorkommen. Eine der berühmtesten Geschichten über Albträume aus Österreich handelt vom Nachtmahr, einer albtraumhaften Kreatur, die sich in der Nacht auf die Brust von Schlafenden setzt. In einem Volksmärchen aus Tirol wird erzählt, dass eine Frau wiederholt von einem Nachtmahr heimgesucht wurde, der sie nachts quälte. Der Nachtmahr brachte ihr Albträume und raubte ihr den Atem. Die Frau war verzweifelt und wusste keinen Ausweg, bis ihr eine weise Alte aus dem Dorf den Rat gab, einen Besen quer vor die Tür zu legen und dabei ein Gebet aufzusagen. In der folgenden Nacht, als der Nachtmahr kam, stolperte er über den Besen und konnte die Frau nicht mehr bedrängen. Diese Art von Geschichten hat eine lange Tradition und zeigt, wie Albträume in der Volkskultur oft als Angriffe durch übernatürliche Wesen interpretiert wurden. In der Region Mönchgut in Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine Sage über Nachtalben, die in der Nacht Menschen heimsuchen und ihnen schreckliche Albträume bescheren. In einer dieser Geschichten geht es um einen jungen Mann, der von Nachtalben geplagt wird, die ihm im Schlaf erscheinen und ihn in schreckliche Traumwelten entführen. Jedes Mal, wenn er die Augen schließt, findet er sich in einem Albtraum wieder, aus dem er erst mit dem Erwachen entkommt. Schließlich erfährt er von einem alten Schäfer, dass die Alben nur besiegt werden können, wenn er einen Stein aus dem Meer nimmt und ihn unter sein Kopfkissen legt. Als der junge Mann dies tut, verschwinden die Alben und die Albträume hören auf. Diese Geschichte betont den magischen Glauben an Schutzrituale gegen böse Träume. Eine berühmte spanische Legende, die eng mit dem Thema Albträume verknüpft ist, basiert auf dem Werk des Malers Francisco de Goya. Eines seiner bekanntesten Werke, »Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer«, zeigt einen Mann, der schlafend am Tisch sitzt, während albtraumhafte Kreaturen, Eulen, Fledermäuse und andere Dämonen, ihn umschwirren. Diese Darstellung inspirierte zahlreiche Geschichten und Interpretationen, die davon berichteten, wie das Unterbewusstsein während des Schlafs von düsteren Gedanken und Ängsten heimgesucht wird. In der Legende wird erzählt, dass ein spanischer Gelehrter von einem Dämon der Vernunft heimgesucht wurde, der ihm nachts in den Träumen erschien und ihm weismachte, dass er seine geistige Klarheit verlieren würde, wenn er weiterhin zu tief nach Wissen strebe. Der Gelehrte wachte schweißgebadet aus diesen Albträumen auf und begann, sich von der Wissenschaft abzuwenden, um seinen Verstand zu bewahren. Das Gemälde »The Nightmare« von Henri Fuseli aus dem Jahr 1781 hat eine der bekanntesten Darstellungen von Albträumen und inspirierte zahlreiche Geschichten und Interpretationen. Es zeigt eine Frau, die schlafend auf einem Bett liegt, während ein dämonisches Wesen, ein Alb, auf ihrer Brust sitzt und ein gespenstisches Pferd im Hintergrund lauert. Diese visuelle Darstellung wurde oft als Symbol für die Beklemmung und das Grauen interpretiert, das Menschen in Albträumen fühlen. Eine besonders interessante Geschichte, die von diesem Gemälde inspiriert wurde, handelt von einer jungen Frau im viktorianischen London, die behauptete, sie sei in jeder Nacht von einem bösen Geist verfolgt worden, der sich auf ihre Brust setzte und sie an den Rand des Wahnsinns trieb. Diese Erzählung entwickelte sich zu einer urbanen Legende, die Menschen faszinierte und das Interesse an der dunklen Welt der Albträume weckte. Eine der bekanntesten modernen Geschichten über Albträume ist der Film Nightmare on Elm Street von Wes Craven. Die Geschichte dreht sich um den sadistischen Serienmörder Freddy Krueger, der die Fähigkeit hat, seine Opfer in ihren Träumen zu töten.
Die Opfer, meist Jugendliche, haben keinerlei Schutz, wenn sie schlafen, und ihre Albträume werden zu tödlichen Fallen. Dieses Konzept bringt die Angst vor Albträumen in eine neue Dimension, da der Tod im Traum auch den Tod in der realen Welt bedeutet. Die Geschichte erschafft eine beklemmende Atmosphäre, die auf der Unsicherheit basiert, ob man den eigenen Träumen trauen kann. Mehrere historische Berühmtheiten litten unter intensiven Albträumen, die oft ihre Kreativität, ihre Entscheidungen oder ihr emotionales Wohlbefinden beeinflussten. Hier sind einige bekannte Persönlichkeiten, die unter Albträumen oder Schlafstörungen litten. Der römische Feldherr und Diktator Julius Caesar soll von prophetischen Albträumen heimgesucht worden sein. Vor seiner Ermordung im Jahr 44 vor Christus hatte er angeblich mehrere Albträume und Visionen, die auf sein bevorstehendes Ende hinwiesen. Auch seine Frau Calpurnia träumte von seinem Tod und versuchte ihn davon abzuhalten, an dem Tag seiner Ermordung den Senat zu betreten. Der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln, berichtete mehrfach von prophetischen Albträumen, die ihn heimsuchten. Kurz vor seiner Ermordung soll Lincoln einen beunruhigenden Traum gehabt haben, in dem er sich im Weißen Haus befand und dort auf einen toten Körper in einem Sarg stieß. Als er fragte, wer gestorben sei, antwortete ihm jemand, es sei der Präsident, der von einem Attentäter getötet wurde. Dieser Albtraum hat später in der Geschichte an Bedeutung gewonnen, da Lincoln kurz darauf tatsächlich ermordet wurde. Napoleon Bonaparte, der berühmte französische Kaiser, soll ebenfalls unter heftigen Albträumen gelitten haben. Historische Berichte deuten darauf hin, dass er in Zeiten großer politischer und militärischer Anspannung von Albträumen geplagt wurde. Sein ehemaliger Kammerdiener schrieb in seinen Memoiren, dass Napoleon oft aus dem Schlaf aufschreckte und sich an schreckliche Träume erinnerte, in denen er verfolgt oder getötet wurde. Diese Träume sollen ihn besonders nach der gescheiterten Russland-Kampagne und vor der Schlacht bei Waterloo belastet haben. Der britische Premierminister Winston Churchill litt während des Zweiten Weltkriegs unter starken Albträumen und Schlafstörungen. Die Belastung durch die Kriegsführung, die Verantwortung und die ständige Bedrohung führten dazu, dass Churchill in vielen Nächten von Albträumen heimgesucht wurde. Er beschrieb, wie er sich oft in düsteren, beängstigenden Szenarien wiederfand, die seine Ängste vor dem Zusammenbruch des britischen Empire widerspiegelten. Der Komponist Ludwig van Beethoven litt unter einem unruhigen Schlaf und intensiven Albträumen. Besonders in seinen späteren Jahren, als er zunehmend von Depressionen und gesundheitlichen Problemen geplagt wurde. Seine düsteren Träume und Schlafstörungen beeinflussten möglicherweise seine späteren Kompositionen, die oft eine dunklere und intensivere emotionale Tiefe erreichten. Mary Shelley, die Autorin von Frankenstein, litt ebenfalls unter schrecklichen Albträumen, die sie teilweise zu ihrer berühmtesten Schöpfung inspirierten. Sie selbst schrieb, dass die Idee für Frankenstein nach einem Albtraum entstand, den sie hatte. In diesem Traum sah sie eine schreckliche Gestalt, die von toten Teilen wiedererweckt wurde, ein Bild, das sie nicht mehr losließ und das letztlich zu ihrem bahnbrechenden Roman führte. Der Reformator Martin Luther beschrieb ebenfalls heftige Albträume, die er als spirituelle Kämpfe gegen den Teufel und die Mächte des Bösen interpretierte. Luther glaubte, dass seine Albträume von dämonischen Kräften verursacht wurden, die versuchten, ihn von seinem Glauben abzubringen. Diese Kämpfe führten zu seiner Überzeugung, dass der Teufel eine reale Präsenz in seinem Leben war, was sich auch in seiner Theorie und seinen Schriften widerspiegelt. Der indische Unabhängigkeitsführer Mahatma Gandhi war ebenfalls ein Opfer intensiver Albträume, besonders in der Zeit, als er gegen die britische Herrschaft kämpfte und schwere persönliche und politische Entscheidungen traf. Seine Albträume drehten sich oft um Gewalt und Krieg, was im Widerspruch zu seiner Philosophie des gewaltfreien Widerstands stand und ihn emotional belastete. Ich habe für euch keine Kosten und Mühen gescheut. Das ist Quatsch, ich wollte das ja selber wissen, aber es hört sich doch gut an, oder? Und die 10 häufigsten Albträume ausfindig gemacht. Ratet gerne mit, was auf der 1 ist. Platz 10. Sich verloren oder gefangen fühlen. Nummer 9. Fallen oder ertrinken. Eine Frau berichtete, dass sie einen wiederkehrenden Albtraum hatte, in dem sie ständig in ein bodenloses Loch fiel.
Jedes Mal, wenn sie fiel, schreckte sie panisch auf, schweißgebadet und voller Angst. Doch eines Tages, als der Traum wiederkam, dachte sie sich, nicht schon wieder. Und sie entschied sich im Traum, zu fliegen, anstatt zu fallen. Seither träumt sie davon, über das Loch hinwegzuschweben und wacht jedes Mal mit einem Schmunzeln auf. Manchmal, so sagt sie, sind Albträume einfach nur eine Erinnerung, sich selbst ein wenig zu entspannen und den freien Fall zu genießen. Platz 8, Störung einer Maschine oder eines Telefons. Nummer 7, nackt oder unangemessen gekleidet in der Öffentlichkeit sein. Ein anderer Bericht erzählt von einem Mann, der einen schrecklichen Traum hatte, in dem er auf einer Bühne vor Tausenden von Menschen stand und plötzlich feststellte, dass er völlig nackt war. Er fühlte sich vor Scham fast gelähmt, bis ihm plötzlich auffiel, dass das Publikum völlig desinteressiert war. Keiner beachtete ihn. Er wachte auf und stellte fest, dass der schreckliche Teil des Traums gar nicht die Nacktheit war, sondern die totale Gleichgültigkeit des Publikums. Seitdem erzählt er den Leuten scherzhaft, dass er sich mehr Sorgen um seine Bedeutungslosigkeit als um seine Träume macht. Platz 6. Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachte Katastrophen. Ein Mann hatte einen extrem dramatischen Traum, in dem die Welt unterging. Meteoriten stürzten auf die Erde, es gab Vulkanausbrüche und Monster tauchten überall auf. Gerade als er dachte, dass nichts mehr schlimmer werden könnte, begann ein ohrenbetäubendes Piepen zu erklingen. Verzweifelt suchte er im Traum nach der Quelle des Geräuschs, nur um schließlich aufzuwachen und festzustellen, dass es sein Wecker war, der ihn zur Arbeit rief. Der Albtraum der Apokalypse stellte sich als nichts anderes heraus als ein besonders unangenehmer Morgen. Platz 5 der häufigsten Albträume, das Nichtbestehen einer Prüfung. Da verrate ich euch ein Geheimnis. Ich habe auch nicht jede Prüfung beim ersten Mal bestanden und es hat mir bis heute nicht geschadet. Platz 4, Verlust oder Beschädigung von Eigentum. Platz 3, Probleme mit dem Auto. Meinen die jetzt regulär oder erst dann, wenn jemand sein Auto geheiratet hat? Platz 2, eine Krankheit, eine Verletzung oder den Tod erleiden. Abraham Lincoln, der oft von intensiven Träumen heimgesucht wurde, hatte eine besonders humorvolle Sicht auf seine Albträume. Als ein enger Freund ihm erzählte, dass er einen furchtbaren Traum hatte, in dem er den Präsidenten sah, der von einem Attentäter erschossen wurde, soll Lincoln trocken geantwortet haben, was war daran so schrecklich? Ich erlebe das jeden Tag im Büro. Lincolns trockener Humor in einer so ernsten Situation zeigt, dass man selbst über die dunkelsten Träume noch ein wenig schmunzeln kann. Auf Platz 1 der häufigsten Albträume, gejagt oder verfolgt zu werden. Ein Mann erzählte einmal, dass er einen besonders beängstigenden Albtraum hatte, in dem er in einer dunklen Gasse von einem Monster verfolgt wurde. Mitten in seinem Traum hielt er plötzlich an, drehte sich um und sah das Monster an, das ihn verfolgte. Zu seiner Überraschung bellte das Monster wie ein Hund. »Warum bellst du?«, fragte der Mann im Traum. Das Monster antwortete, »Ich versuche, dich zu warnen. Dein Hund hat Hunger.« Der Mann wachte auf, lachte und stellte fest, dass sein Hund tatsächlich neben dem Bett stand und ihn hungrig ansah. Seitdem verbindet er Albträume mit der Erinnerung daran, dass er nie vergessen darf, seinen Hund zu füttern. Noch besser gefällt mir diese Geschichte. Kinder haben manchmal ihre ganz eigene Art, mit Albträumen umzugehen. Ein kleiner Junge hatte oft denselben Traum, in dem er von einem großen bösen Wolf verfolgt wurde. Als seine Eltern ihn fragten, ob er Angst habe, sagte er, »Nein, ich habe ihn gefragt, ob er mit mir spielen will. Jetzt spielen wir Fang und ich gewinne immer.« Die einfache Logik und der unerschütterliche Optimismus des Kindes können uns zeigen, dass wir manchmal nur die Perspektive auf unsere Ängste ändern müssen, um ihnen den Schrecken zu nehmen. Das war's für heute. Mehr kann ich zum Thema Albträume nicht sagen. Alles wie immer ohne Gewähr auf richtig oder gar Vollständigkeit. Ich hoffe, dass euch die Geschichten über die Nachtalben gefallen haben. Wenn ihr mehr über die faszinierende Welt der Märchen und Legenden erfahren möchtet, bleibt dran und verpasst nicht unsere nächsten Episoden. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und auf Wiederhören.